Unser heutiger Studiogast ist einer von drei Brüdern, die in Hamburgs Amateurfußball aktiv sind. Doch leider befindet er sich mit seinem Verein zurzeit sportlich in einer Talfahrt. Was die Gründe dafür sind, klären wir jetzt mit Maurizio Durso von Germania Schnelsen. Herzlich willkommen, Maurizio, hier bei uns bei Elkick TV. Ganz kurz zum Namen Durso, das klingt nicht ganz deutsch. Wo kommt der Name her? Also der Name ist aus Italien. Ich bin, also meine Familie, ganze Familie aus Italien, aus Neapel dort. Bin aber hier aufgewachsen, bin hier geboren, genauso wie meine beiden Brüder. Und daher kommt der Name. Und Durso, hat das eine Bedeutung? Also ja, das kommt aus dem Lateinischen. D heißt ja von, Durso heißt vom Bären. Urso heißt im Lateinischen Bär. Der Bär, also der bärenstarke Maurizio Durso quasi. Fast jetzt nicht ganz so. Okay. Zu den zwei Brüdern hast du noch, das habe ich ja schon mal gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wollte dich jetzt eigentlich ankündigen, nach 6 bitteren Niederlagen endlich mal wieder einen Sieg geholt. Aber das kann ich jetzt leider doch nicht, denn Germania Schnelsen hat am Wochenende wieder verloren, zum 7. Mal in Folge gegen den ganz starken VfL Pinneberg zurzeit. 1-2 habt ihr verloren. Ja. Woran liegt es gerade? Was ist los bei euch? Unglücklich gewesen. Also jetzt gegen Pinneberg, die Male davor, wo wir gegen BU verloren haben. Das war dann eindeutig. Da haben wir auch versucht, das Spiel zu machen. Da haben die uns eiskalt ausgekontert. 7 Mal war das, glaube ich. Gegen Vicky haben wir schon nicht schlecht gespielt, sind wir auch nochmal rangekommen. Gegen Fio Marschlande kommen wir am Ende nochmal ran. Und jetzt halt gegen Pinneberg war das ganz unglücklich. Das heißt, ganz unglücklich, ihr habt sogar 1-0 geführt, ne? Ja, wir haben geführt und dann durch einen individuellen Fehler, sag ich mal, also auch unglücklich vom Platz, also ist ausgerutscht. Stürmer hat den Ball halt abgefangen und ist dann allein aufs Tor zugelaufen. Glaube ich, noch quergelegt und er hat ihn reingeschoben. Dann kriegen wir durch eine Schiri-Fehlentscheidung ganz bitter das 2-1. Also wir hatten noch gute Chancen, auch in der ersten Halbzeit. Ein Lattentreffer, können das 2-1 machen. Und dann kriegen wir unglücklich das 2-1. Das hat jeder gesehen. Selbst die gegnerischen Spieler sagen, ja, es war ein bisschen glücklich, war geschenkt, der Eckball. Durch diese Ecke kommt dann das Tor. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber Maurizio, du weißt, wir hätten jetzt ein Phrasenschwein, würde ich sagen. Im Fußball zählen nur die Ergebnisse und hätte jetzt 2 Euro eingezahlt. Aber es ist nun mal so, dass ihr in den letzten Spielen überhaupt kein Glück hattet, wenn man vom Glück sprechen kann. Ihr habt 16 Gegentore kassiert in den letzten 4 Spielen. Das ist schon eine enorme Zahl. Im Moment Tabellenkeller für euch. Bis zur Winterpause sind es noch 2 Spiele. Wie wollt ihr da den Abstand nicht groß zu groß werden lassen, die Kurve noch mal kriegen? Gibt es da noch Hoffnung bei dir? Ja, eigentlich schon. Also wir haben jetzt die Probleme analysiert ein bisschen. Die Mannschaft ist ja so quasi aus dem Nichts entstanden, weil Florian Gosso wurde ja entlassen und dann hat Juri das ja übernommen. Und so mit Florian Gossos Entlassung sind dann, glaube ich, 10, 11 Spieler weggegangen. Das waren hauptsächlich jetzt, sage ich mal, Stammspieler, die alle vorgesehen waren für die erste Elf oder auch als erste Alternative quasi. Mussten andere Spieler in die Rolle reinwachsen, unter anderem junge Spieler, Spieler, die vorher vereinslos waren, haben sich dann bei uns angeboten. Sind alles keine schlechten Jungs, die sind aber sehr jung, sag ich mal. Wenn man Rana wegnimmt und Tyson, mich dann, ich bin im Vergleich noch alt. Du bist einer der Älteren dann. Mit 23 bin ich vergleichsweise noch alt. Und die Jungs geben sich Mühe. In letzter Zeit war es halt ein bisschen so, dass mir auch der Wille gefehlt halt so. Ne? Man hat jetzt auch gesprochen über fehlende Qualität, also das so, dass die Qualität jetzt, dass die Jungs vereinzelt keine Qualität haben, würde ich nicht sagen. Du sprichst gerade an, Stefan Rahn, Schnelsener Urgestein, auch Führungsspieler bei Schnelsen, hat sich geäußert öffentlich und gesagt, Schnelsen hat kaum Oberligaspieler, die Qualität fehlt. Ihr sollt drei Oberligaspieler mit Qualitäten haben, Oberliga-Niveau sozusagen, hat er gesagt. Das heißt, du würdest aber nicht nur sagen, das ist quasi die spielerische oder taktische Qualität, die fehlt, aber auch die Mentalität bei den Leuten, also der Siegeswille, der Spiele entscheiden kann? Also ich sag mal, am Anfang war das so, also erstmal zur Qualität, die Jungs haben ja keine Qualität in dem Sinne nicht, sondern sie sind einfach sehr jung. Es sind viele die Erfahrung fehlt. Die sind viele individuelle Fehler dann. Das macht nicht auch immer der gleiche, sondern mal der eine, mal der andere so. Und das ist immer so ein bisschen dann halt unglücklich, wenn man dann so Ergebnissen hinterherläuft. Und ich sag mal, am Anfang zum Beispiel gegen Dassendorf haben wir 2-0 verloren, haben gut gekämpft. Da war die Mentalität da. Das war so eine Trotzreaktion, jetzt erst recht. Und das war auch die richtige Einstellung, über einen Kampf ins Spiel kommen.
Und nach dem Sieg gegen Meindorf war das halt so, dass man das Gefühl hatte, jetzt wird alles lockerer. Die Spiele werden so gesehen, oh, wir können ja gewinnen. Vorher hat niemand so richtig an sich geglaubt, weil die mussten halt zum ersten Mal ran, so, ne, die Jungs, sag ich mal. Jungs aus der zweiten, Jungs, die neu gekommen sind. Und da haben die gemerkt, oh, wir können gewinnen. Und dann das haben heißt, so ein bisschen Überheblichkeit dann auch? Ja, dann so ein bisschen auch das Spiel direkt darauf war, glaube ich, gegen Niendorf. Haben wir ziemlich viel, haben auch gleich direkt mit zwei Stürmern gespielt, haben versucht, das Spiel zu machen. So, und das kam uns gar nicht so gut. Der ist recht auswärts. So. Das war dann halt ein bisschen blöd. Und diese kämpferische Leistung fehlt mir halt ein bisschen in letzter Zeit. Wobei das jetzt gegen Pinneberg auch, haben die Jungs, also jeder sehr stark gemacht. Wie arbeitet man an kämpferischer Leistung? Also an Mentalität? Ansprache, und die Jungs merken auch, dass es nur darüber geht. Also jetzt hat jeder gemerkt, es geht nur über den Kampf. Ja. Und über den Kampf kommen wir auch ins Spiel und haben wir auch gute Spielzüge. Also wir hatten jetzt gegen Pinneberg hatten wir 3-4 starke Aktionen, wo wir richtig gut nach vorne kommen und auch richtig, also mit Tempo, das war nicht schlecht so. Ne? Mhm. Daran muss man arbeiten, dass man hinten den Laden dicht hält. Hast du ja schon gerade angesprochen. Viele Gegentore, das ist unser Problem. Ja. Welchen Anteil hat euer Trainer vielleicht auch an diesem Misserfolg? Erreicht er euch nicht wirklich in diesen Ansprachen zum Beispiel, die du sagtest? Also Juri Savicev ist ja erst seit August im Amt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Juris Deutsche so schlecht ist, dass er uns nicht erreicht. So. Na klar, hört man das in seinem Akzent, dass er jetzt nicht perfekt Deutsch spricht. Aber Juri kommt schon an bei der Mannschaft und ich glaube auch, er ist der richtige Trainer in dem Moment. Ich wünsche euch natürlich auf jeden Fall Glück und viel Erfolg, dass ihr es auf jeden Fall die Kurve kriegt. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen die Zeit Revue passieren lässt, die Zeit, die du jetzt in Schnellsen bist, bereust du die Entscheidung, dahin gegangen zu sein, in so einem Verein, in dem so eine Unruhe auch herrscht? Ja, also die Situation ist ja ein bisschen ärgerlich so, ne? Also ich bin hingekommen und direkt am Anfang hat man gemerkt, da ist ein bisschen Unruhe und das mit Flo war jetzt ein bisschen das i-Tüpfelchen, sage ich mal so. Er ist nämlich, Florian Gosso ist nämlich von Schnellsen zu FC Elmshorn gewechselt, deinem ehemaligen Verein. Das heißt, du bist gekommen, er ist gegangen. Ja. Er ist auch zu einem anderen Verein gewechselt, wo ein bisschen Unruhe gewesen ist jetzt, sage ich mal so. Ja. Und ja, also Flo, ich hatte ja mit Flo vorher gesprochen, er hat mich auch zu Schnellsen geholt. Und ich finde, Flo ist auch ein sehr guter Trainer. Wenn es jetzt so weiterläuft, wie lange bleibst du noch in Schnellsen? Darüber habe ich mir jetzt erstmal keine Gedanken gemacht, weil ich erstmal versuchen will, mit der Mannschaft aus diesem Loch quasi rauszukommen, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn sich jeder Mühe gibt, macht es auch Spaß jetzt. Wir haben zwar verloren, 2-1, ärgerlich, so. Man ärgert sich dann das ganze Wochenende darüber, aber solche Leistungen muss man anknüpfen, so sage ich mal. Würdest du denn noch, hast du Ambitionen, höherklassig irgendwann noch zu spielen? Ist das noch ein Ziel von dir? Du bist 23 momentan, hast früher, warst ein großes Talent, kann man sagen, zu St. Pauli gespielt, danach bei Wiki gespielt. Ist das noch bei dir so im Hinterkopf, irgendwann noch höherklassiger zu spielen als Oberliga? Ja, also höherklassig schon. Also jetzt Profifußballer, daran glaube ich nicht mehr, sage ich mal so, das nicht. Aber ich würde gerne nochmal, also Regionalliga würde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ich gucke jetzt erstmal, ich war lange verletzt, 3 Jahre. Ich spiele jetzt in Elmshorn, habe ich meine erste Saison wieder richtig gespielt, wo ich fit war. Und da hatte ich auch noch Probleme. Da musste auch noch Schrauben entfernt werden aus meinem Fuß. Und jetzt mache ich auch viele Spiele so, sammle ich in dem Sinne Spielpraxis oder die Fitness, die ich brauche. Und dann gucke ich mal, wie weit es reicht. Also auf jeden Fall würde ich mich nochmal freuen, Regionalliga zu spielen. So. Ja. Aber darüber kann ich jetzt nicht sprechen in so einer Situation. Wir sind natürlich, aber man muss natürlich Ziele haben, so auf jeden Fall im Leben. So. Und wäre ja auch merkwürdig, weil Maurizio kommt aus einer fußballbegeisterten Familie. Seine beiden Brüder sind auch im Hamburger Amateurfußball aktiv. Das heißt, ihr seid alle so sehr ambitioniert. Erzähl mal, wo spielen die anderen beiden? Was machen die? Also Roberto spielt ja mit mir bei Schnell. Mhm. Und Marco, das ist der Jüngere, der ist noch 17, der spielt noch in der A-Jugend von Concordia. So, und dass alle jetzt so Fußball spielen, hat sich einfach entwickelt. Der eine hat angefangen, Fußball, also die Familie ist sowieso Fußball begeistert. Und ist das so, wird so ein Talent bei euch in der Familie? Gibt es da so ein großes Talent? Oder woher kommt, dass es alle drei Brüder dann so gute Fußballer sind? Also woher das genau kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mein Papa oder Opa oder jetzt ein talentierter Fußballer war, aber es ist halt, die Begeisterung ist immer da gewesen, von klein auf. Wir sind mit dem Ball aufgewachsen so quasi. Die haben gesehen, ich habe relativ früh bei St. Pauli gespielt und die haben gesehen, oh, der große Bruder spielt bei St. Pauli. Dann denke ich immer so, als kleiner Bruder denkt man, oh, ich möchte vielleicht auch mal so höher spielen. Und ja, dann warst du ein Vorbild so für deine Brüder? Ja, und wem hast du da jetzt zusammengespielt bei Pauli?
Gibt es da so Namen noch, die vielleicht jetzt den Sprung geschafft haben, dann die Profikarriere gemacht haben? Kannst du dich da noch an erinnern? Gibt es da welche? Also es gibt, ja, höherklassig spielen so einige. Mhm. Jetzt so ganz in dem Profibereich, also beispielsweise Sören Bertram, mhm, jetzt, oder in der Hamburger Auswahl habe ich auch eine Zeit lang mit Chirin, mhm, Lamm gespielt, der spielt, mhm, jetzt beim HSV. Also ja, ist jetzt ausgeliehen, aber genau, war beim HSV ein paar Spiele. Also ich sag mal, gegen viele habe ich gespielt, aber, mhm, jetzt bei St. Pauli, mhm, aus der Mannschaft, wo ich zehn Jahre lang gespielt habe. Mhm. Ja, vielleicht, also Filipovic spielt noch in Kroatien. Ja, ein, zwei Spieler gibt es, so immer Schießmanulu in der Türkei, mhm, Dennis Daube ja, habe ich auch zwischenzeitlich gespielt. Ja. So ein paar Spieler sind da schon. Also viel Fußball sozusagen, auch in deiner Vergangenheit. Ja. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst oder dich nicht mit Fußball beschäftigst? Was ist noch so in deinem Leben dann? Also ich studiere momentan so an der Technischen Universität in Harburg. Ja. Allgemeine Ingenieurswissenschaften. Und ja, muss man gut in Mathe sein. Ja, auf jeden Fall. Bist du so ein Talent? Studium. Mathe-Talent? Ja, ich würde nicht sagen Talent, aber ich bin nicht schlecht. Also es ist so, okay, man muss sich da aber auch schon ransetzen. Selbst mit Talent würde ich sagen, dass man da Schwierigkeiten hat. So. Okay, das heißt, also, Fußball, große Liebe, aber auch jetzt was Vernünftiges. Genau. Es war auch schwer für mich, erstmal ich hatte ja auch dieses Ziel, Fußballprofi. Mhm. Nach den Verletzungen, wo ich gemerkt habe, okay, wird nichts mehr, so musste ich mich irgendwie umorientieren und, ja, da was zu finden, so was auf einen passt oder so, wenn man vorher immer so gedacht hat. Klar, mhm, ich habe Abi gemacht, immer als Stütze, so, ne, als zweites Standbein, mhm, aber so, mich so richtig damit beschäftigt, so habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt habe ich den Weg eingeschlagen und, mhm, mal gucken, wie es läuft. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg auch mit deinem Studium und vor allem, dass es sportlich wieder, ja, in die Höhe geht, dass ihr nicht in diesen Abwärtsstrudel, die Abwärtsspirale hineingeratet. Vielen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast hier. Es gibt natürlich auch ein Geschenk. Jeder Gast wird beschenkt hier bei LPIC TV von unserem Partner. Durch Football gibt es ein super stylisches Shirt. Bist du immer ganz super angezogen unterwegs für die, Dankeschön, ganzen Mädels. Viel Spaß damit. Schönen Gruß an die Jungs und viel Erfolg noch. Danke dir. Danke. Das war Maurizio D'Urso, der technisch versierte Italiener von Germania Schnelsen, der trotz Abstiegsplatz die Hoffnung auf Erfolg noch nicht aufgegeben hat. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.